mit Herz. Leute holen 6 Gramm für 70er mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zurück zum gechilltesten Coin Master Ray RTA Tester, Freunde. Ja, heute sind wir mal ein bisschen hier unterwegs. Was heißt unterwegs? Wir bewegen uns ein bisschen in meinem Zimmerchen und ich dachte mir, heute gibt es endlich mal den Coin Master Ray. Ein sehr, sehr geiler Two-Pose Deck. RTA, ne? Wie gesagt, ist ja ein Tank und ihr werdet gleich in den Details alle sehen, wie er aussieht. Wie das Deck aussieht, wie man den wickelt, natürlich mit Musik etc., weil was soll ich beim Wickeln heutzutage noch großartig viel erzählen, und ich würde sagen, das Ding macht Spaß. Sehen der 24mm Ray RTA von Coilmaster und wir haben hier ganze 2ml Tankvolumen. Es hat echt nicht viel. Das Ganze wiegt so ein bisschen mehr wie 50 Gramm. Wie gesagt, 510er Anschluss ist ja mittlerweile Standard, aber leider nur 2ml Tank. Und wir sehen es hier oben, ganz normales Top-Filling-System, wie immer, ne? Riesenlöcher. Ich laber nicht wirklich viel jetzt hier in der Detailansicht, ich will euch das Ganze nur mal kurz zeigen. Ray ist echt ganz cool. Ich zeig's euch nochmal von unten. Zack, zack. Und ihr seht hier das Two-Pose-Deck, riesen Airflow-Löcher. Also der lässt sich doch schon schön dampfen. Wir werden auf jeden Fall jetzt direkt die ganz normalen Standard-Coilmaster-Coils einbauen. Denn die Coilmaster Coils haben mich doch schon in letzter Zeit ziemlich überzeugt. So, hier oben haben wir nicht richtig zugeschraubt. Ihr seht das hier. Man sieht noch ein bisschen was von dem Silbernen. So, und ich finde, Coilmaster baut aktuell echt sehr gute Verdampfer. Und es wird auf jeden Fall noch der Elfi RTA wird auch noch kommen. Werdet ihr die Tage sehen. Ich würde sagen, nicht lange schnacken. Es ist ein Verdampfer. Ihr habt hier unten ganz normale Air Control etc. pp. Zum Einstellen. Ab auf dem Wickelsockel, Musik an, Freunde. Und dann wickeln wir das ganze Teil mal. Bis gleich. So, wir sehen es hier, wir sind bei 0,12 Ohm rausgekommen. Ihr könnt es natürlich jetzt durch die Spiegelung nicht vernünftig sehen, doch da kann man es halbwegs sehen. So, und das Ganze glühen wir jetzt einfach mal aus auf dem neuen Tab. Jeder kennt das neue Tab, endlich ein Tab mit
zwei Akkus drin und es macht einfach heiden Spaß. Ihr seht's, ne, natürlich jede Menge Hotspots. Das Ganze können wir dann überbrücken, indem wir die Keramikzange holen und dann beim Ausglühen einfach mal leicht über die Coils drüber reiben und ihr seht, zack und rucki zucki kommen die eigentlich gleichmäßig, die zwei. Und dann war's das Ganze schon mal. Lässt sie einmal eventuell ein bisschen heller aufglühen. Passt natürlich auf, dass ihr euch die Coils nicht damit durchschmettert und dann könnt ihr eigentlich schon Watte reinmachen. Das Ganze hat den Sinn, dass ihr die Coils ausglüht, weil die ganzen Teile werden halt mittlerweile in Werke hergestellt etc. Es sind noch Reste drauf, Dreck, Schmutz, Verunreinigungen. Die müssen wir natürlich wegbrennen, denn das ist das Zeug, was wir definitiv nicht in der Lunge drin haben wollen. Ihr seht es, wir können hier ein bisschen Dauerglühen, da passiert gar nichts. Ich würde sagen, weiter geht's, Freunde, ab Watte rein und dann wird das ganze Ding gleich mal gedampft. Vorweg wollte ich euch noch zeigen, Coilmaster hat eine neue Watte am Start. Ja, wie jeder Wattehersteller auch, Cotton. Und das Ganze wird in Indonesien hergestellt. Man sieht es hier oben, auch von Coilmaster. Sieht aus wie jede Watte. Aber ich muss sagen, sie transportiert doch schon ziemlich mies. Also es macht echt Spaß. Kommen wir mal zum abschließenden Fazit vom Ray RTA, Freunde. Ja, was soll ich sagen? Man sieht diesen goldenen Rand und der goldene Rand macht meiner Meinung nach sehr, sehr viel aus bei dem Verdampfer. Durch diesen goldenen Rand mit dem Silber in der Mitte, oben, unten schwarz, wirkt das ganze Ding wirklich sehr, sehr edel. Ne? Nur dieser blöde, kleine, goldene Kranz macht wirklich sehr viel aus. Nochmal zurückzukommen, vielleicht für die neuen Leute, so, die mich noch nicht so kennen oder die vielleicht gerade mit Dampfen erst angefangen haben. Er heißt ja Ray RTA. RTA bedeutet Rebuildable Tank Atomizer. Das heißt so viel wie Selbstwickelverdampfer, Selbstwickeltankverdampfer. Ne, Freunde? Wollte ich nur mal einmal so nebenbei erwähnt haben, weil man soll ja auch immer noch mal gucken, dass man zwischendurch vielleicht mal so diese Fachbegriffe erklärt. Vielleicht ist der ein oder andere Umsteiger oder Neue gerade unter euch dabei. Deswegen dachte ich mir, wir gucken mal, ich mache mir in letzter Zeit ja wieder relativ viel Gedanken. Aber mal zurückzukommen, wie gesagt, 24 mm Tankverdampfer und das Ganze hat eine Kapazität von 2 Milliliter. Mein Gott, also 2 Milliliter ist jetzt nicht gerade viel, aber auch nicht gerade wenig. Aber ein normaler Dampfer hat immer sein Liquid dabei und dann sollte es ihn nicht stören, wenn man zwischendurch mal öfters mal füllen muss, wie wenn man einen großen Tank dabei hat. Ich finde es persönlich nicht schlimm, mir macht es nichts aus. Ich würde sagen, ich probiere das ganze Teil mal eine Runde und dann gucken wir mal, wie das Geschmacksbild so ist. Denn es könnte sehr interessant sein, denn die Verdampferkammer an sich ist relativ klein und man kennt es aus Erfahrungswerten, bei kleinen Verdampferkammern ist der Geschmack doch immer sehr intensiv. You blocked me on Facebook. And now, you're going to get fucked up. Now you're going to die. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht's, Freunde, ne? Der Verdampfer ist relativ klein, aber es macht doch schon massive Wolken letztendlich. Also ich bin ganz hin und weg. Vor allem das Zugverhalten ist wirklich sehr, sehr toll, sehr angenehm. Es ist nicht so, als wenn man an der Luft zieht. Man hat wirklich noch so einen relativ sanften Zugwiderstand drin. Das gefällt mir persönlich gut. Und ich gehe davon aus, ihr könnt das Teil wirklich auch noch so in diese hochohmische Schiene irgendwie schieben im Dual-Betrieb. Ne, ihr könnt die Airflow schön einstellen. Das Trip-Tip ist nicht allzu groß. Mein Gott, es ist kein
reiner Backendampfer auf keinen Fall. Ist es nicht meiner Meinung nach, aber wer das moderate Dampfen halt haben will, könnte sich, denke ich mal, das Ding so konzipieren, halbwegs auch mit der Einstellung von der Luft, dass man das Ding moderat irgendwie dampfen kann. Kommen wir mal zu den Coils, ne? Die Coils von Coilmaster sind mittlerweile wirklich gut. Also kann man echt nichts sagen. Man kennt das von diesem neuen Coilmaster Pack, was man da hat, mit ganz vielen Coils drin. Wird die Tage auch noch irgendwann mal kommen. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mit der Box rumgeschludert, habe sie sehr, sehr oft benutzt. In dem Falle sind halt jetzt nicht mehr alle drin, aber die müsste hoffentlich nächste Woche irgendwann kommen. Dann stelle ich die euch zwischendurch auch mal noch vor. Aber wie gesagt, die mitgelieferten Coils im Lieferumfang könnt ihr definitiv benutzen. Das ganze Paket so an sich, dieser ganze Ray RTA, wie ausgeliefert wird, kriegt er von mir eine stabile 9,5 von 10. Das ist wirklich viel. Also man kann es schon fast sagen, es wäre eine 10 von 10. Aber 10 von 10 kriegt eigentlich nur so Verdampfer wie ein Corona V8, weil das Ding ist halt wirklich geil. Bis ins Detail. Aber da sind wir jetzt nicht. Wie gesagt, Coilmaster Ray RTA kann ich definitiv empfehlen. Ich würde den immer wieder kaufen. Ich stelle mir halt immer selber wieder die Frage, Kevin, würdest du den Verdampfer wieder kaufen? Und dann kann ich halt immer überlegen, ja oder nein. Hat sich gelohnt, hat sich nicht gelohnt. Kennt das von mir, ich finanziere den ganzen Kram, den ganzen Quatsch hier, was ich für euch mache, eigentlich so gut es geht halt selber. Es funktioniert halt nicht anders. Immer kaufen, verkaufen, hinher, hinher, hinher. Es geht halt nicht anders. Nur so kann ich irgendwie ein bisschen am Leben bleiben. In dem Sinne, Freunde, das war's schon wieder mit dem Coilmaster RTA. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Like oder ein Abo da. Teilt es von mir aus auch gerne mal bei Facebook. Ne? Checkt auch mal meine Facebook-Seite aus. Ist auch sehr gut am Wachsen, aber wie gesagt, die Community kann immer und immer größer werden. Ne? Da hat man kein Problem mit. In dem Sinne, Freunde, stay true, join the website of life und bis demnächst.